Willkommen zu einem neuen Beitrag und heute möchte ich einmal etwas ganz anderes machen. Es gibt ja so Geistergeschichten, die sind ja irgendwie perfekt belegt. Da gibt es Zeitungsartikel, Bilder etc., alles Mögliche. Und trotzdem stellt sich dann heraus, dass all das nicht stimmt. Und wie dann daraus eine Geschichte werden kann, die sich trotz allem immer weiter verbreitet, das möchte ich einmal zeigen. Wenn ich so auf YouTube unterwegs bin, dann sehe ich oft Geschichten dieser Art, von denen man eigentlich weiß, dass sie nicht stimmen, aber das wird dann nicht immer so erwähnt. Und manche dieser Geschichten, die scheinen dann auch Belege zu haben dafür, dass sie wahr sind, und doch stimmen sie nicht. Und dann fragt man sich, wie kann aus etwas, das gar nicht passiert ist, so eine Geschichte entstehen, die dann anscheinend auch noch entsprechende Belege mit sich bringt. Der Fall der Geisterkinder von San Antonio, der ist ja vielen bekannt und diejenigen, die sich jetzt vielleicht nicht sofort erinnern können, die haben diese Geschichte bestimmt auch schon irgendwie einmal gehört und werden sich daran erinnern, wenn ich sie jetzt erzähle. In den USA, nahe des kleinen Ortes San Antonio, da gibt es diesen Bahnübergang und der hat eine wirklich tragische Geschichte. Der Winter des Jahres 1938, der war in dieser Gegend besonders hart. Es gab lang anhaltende, starke Schneefälle und es lohnte sich kaum, die Straße vom Schnee zu befreien. Kaum hatte man das gemacht, da türmte sich der Schnee wieder auf. An einem dieser kalten Wintermorgende, da wollte ein Schulbus diesen Bahnübergang überqueren. 26 Kinder saßen in dem Bus, aber mitten auf den Schienen, da kam der Bus zum Stehen und er konnte sich weder vorwärts noch rückwärts bewegen. Und zu allem Unglück näherte sich auch noch ein Schnellzug und der raste in den Schulbus hinein und tötete alle Insassen, also die 26 Kinder und den Fahrer des Schulbusses. Einige Zeit später, da geschahen dann sehr seltsame Dinge an diesem Bahnübergang und das Ganze fiel auf, als ein Mann seinen Wagen dort anhielt und den Gang aus dem Fahrzeug nahm und plötzlich setzte sich der Wagen wie von Geisterhand in Bewegung und wurde über diesen Bahnübergang geschoben bis auf die andere Seite. Der Mann, der völlig verwundert über das war, was da gerade geschehen war, der stieg aus und betrachtete seinen Wagen und da entdeckte er Kinderfingerabdrücke im Schmutz seines Fahrzeuges. Der Mann, der erzählte diese Geschichte Bekannten und das Ganze sprach sich herum wie ein Lauffeuer und viele wollten das Ganze testen oder auch erleben und parkten ihre Fahrzeuge im Leerlauf vor diesem Bahnübergang und alle Fahrzeuge setzten sich wie von alleine in Bewegung und überquerten diesen Bahnübergang. Die Erklärung, die war den Leuten sehr schnell klar, das müssen die Seelen der verstorbenen Kinder sein, die nicht möchten, dass noch irgendjemand auf diese tragische Weise an diesem Bahnübergang ums Leben kommt. Wenn jemand sein Fahrzeug im Leerlauf vor diesem Bahnübergang abstellt, dann möchten die Kinder, dass er ihn so schnell wie möglich überquert und schieben diesen Wagen dann über diesen Bahnübergang hinweg. Und tatsächlich gab es dann immer mehr Geschichten von Leuten, die auf das Heck ihres Fahrzeuges Kinderpuder verstreuten und nachdem das Fahrzeug sich über diesen Bahnübergang bewegt hatte, entdeckten sie dort Handabdrücke von Kindern. Und eines, und das wurde tatsächlich von vielen Leuten bestätigt, trat dort auch auf, denn man hörte in der Nacht seltsame Schreie, die die Leute als die Schreie der Kinder interpretierten. Wenn nun jemand kommt und sagt, diese Geschichte, die hat's nie gegeben, dann gibt es Leute, die ziehen dann eine alte Zeitung hervor. Ganz oben könnt ihr erkennen, dass diese Zeitung aus San Antonio stand und die berichtet ja eindeutig in großen Schlagzeilen über eben diesen Unfall und diese Zeitung, die ist auch echt. Und wem das nicht reicht, in San Antonio gibt es Straßennamen und die sind alle nach den Kindern benannt, die bei diesem Unglück ums Leben kamen. Und nicht zuletzt gibt es ja diese Fahrzeuge, die sich da ganz alleine in Bewegung setzen und den Bahnübergang überqueren. Und wenn man vorher Kinderpuder auf das Heck gestreut hat, sieht man dann danach auch diese Fingerabdrücke. Und wenn ihr euch den Bahnübergang einmal ansieht, diese Straße führt ja bergauf und da ist es wohl kaum möglich, dass ein Auto sich alleine in Bewegung setzt. Und all diese Dinge sind Belege dafür, dass diese Geschichte stimmt. Und tatsächlich sind all diese Dinge auch wahr. Wenn diese Dinge also alle wahr sind, wie kann es dann sein, dass ich jetzt sage, sie stimmen alle nicht? Nun, ich würde sagen, ein besseres Beispiel, wie man aufgrund von angeblichen Fakten eine Geistergeschichte weiter verbreitet, weil man sie nicht richtig geprüft hat, gibt es gar nicht.
Ich möchte jetzt einmal damit beginnen, das Ganze kurz aufzulösen, damit man einmal sieht, wie so etwas ins Rollen kommt und wie sich so eine Geschichte mit angeblichen Fakten belegt, verbreitet. Ich möchte dabei mit der Zeitung beginnen. Diese Zeitung ist echt. Und diese Zeitung ist auch mit dieser Schlagzeile an dem betreffenden Tag erschienen und auch diesen Unfall hat es tatsächlich wirklich gegeben. Ich erlebe das sehr oft selber, wenn ich in meinen Videos 3 oder 4 Mal in einem Video etwas erkläre. Dann ist es tatsächlich so, dass genau nach diesem Punkt in den Kommentaren immer einmal wieder gefragt wird, obwohl ich ihn sehr oft im Video erklärt habe. Das liegt daran, dass manche Leute vielleicht nicht ganz so aufmerksam sind, wenn sie einen Film sehen oder vielleicht auch wenn sie eine Zeitung lesen. Und genau das ist hier passiert. Diese Zeitung ist erschienen mit dieser Schlagzeile und den Unfall hat es gegeben, eben nur weit weg von diesem Ort. Eventuell waren manche Menschen vielleicht zu dieser Zeit so schockiert über diesen Unfall, dass sie überhaupt nicht mitbekamen, dass, obwohl diese Zeitung in San Antonio erscheint, sie überhaupt nicht über einen Unfall berichtete, der in dieser Stadt stattgefunden hatte. Und da es an diesem einen Ort nur diesen einen Bahnübergang gab, da war für viele klar, das muss dieser Bahnübergang gewesen sein, wo das Ganze passiert ist. Dann kam ein Bauunternehmer in die Stadt und dieser Bauunternehmer, der erschloss die Gegend weiter als es bis dahin war und gab diesen Straßen, die er neu erschlossen hatte, Namen, so wie man hier sehen kann, Cindy Sue oder Laura Lee. Irgendwie machte sich dann das Gerücht breit, dass diese Straßennamen die Namen der verstorbenen Kinder sind. Tatsächlich verhält es sich aber so, dass dieser Bauunternehmer die Straßen nach seinen Kindern, Enkeln oder anderen Verwandten aus seiner Familie benannt hat. Aber wie verhält es sich nun mit diesen Fingerabdrücken, die man am Fahrzeug hat, nachdem es augenscheinlich von den Geistern der verstorbenen Kinder über den Bahnübergang geschoben wurde? Fakt ist, dass diese Fingerabdrücke sich natürlich am Heck des Fahrzeugs befanden. Dort ist auch die Kofferraumklappe und dort fasst man auch an, wenn man ein Fahrzeug anschieben möchte oder wenn man den Kofferraum auf und zu macht. Ihr könnt das Ganze selber testen, wenn ihr euer Fahrzeug jetzt nicht gerade gewaschen habt, sondern es schon einige Zeit im Gebrauch ist und ihr am Kofferraum wart, dann geht hin und streut da mal Babypuder drüber und dann lasst ihr das eine Zeit lang stehen und dann fahrt ihr mal ein bisschen rum und dann wird das Babypuder vom Heck abgeweht. Was zurückbleibt, ist dann das Babypuder, was sich mit dem Fett der Fingerabdrücke verbunden hat, die schon lange da waren. Das passiert eigentlich relativ fix. Nur wenn man das nicht weiß, dann kann man natürlich denken, das wären die Fingerabdrücke der Geister, der Kinder. Ja, aber dann blieb noch die Tatsache, dass diese Fahrzeuge, obwohl, wie man hier sehen kann, die Straße bergauf führt, über diesen Bahnübergang hinwegrollen. Diese Straße, die wurde einmal vermessen und das Ganze wurde von einer Mystery-Fernsehserie angestoßen, die sich mit diesem Fall befasste. Und bei dieser Vermessung kam dann heraus, dass wir es hier mit einer wirklich starken optischen Täuschung zu tun haben. Wenn man sich im hinteren Bereich der Straße befindet, sieht es tatsächlich so aus, als würde sich die Straße bergauf bewegen, aber in Wirklichkeit geht es dort bergab und zwar 60 Zentimeter vom höchsten Punkt zum niedrigsten Punkt. Und dadurch rollen diese Fahrzeuge selbstständig los und der Schwung, der reicht vollkommen aus, und das konnte man in dieser Fernsehserie dann auch sehen, um die Autos im Leerlauf über diesen Bahnübergang hinwegzubringen. Aber was ist jetzt mit den Schreien? Viele wollen da ja nachts Schreie gehört haben, die sie für die Schreie der Geister, der verstorbenen Kinder hielten. Tatsächlich ist es so, das ist wirklich so, dass hinter diesem Wald, den ihr hier auf dem Bild seht, eine Pfauenfarm liegt. Und diese Pfauenfarm, die wird seit Generationen betrieben und die gibt es auch heute noch. Und wer Pfauen kennt, der weiß auch, wie sie schreien. Und wenn sie nachts schreien, dann ist das schon eine sehr seltsame Geräuschkulisse. Und genau das ist das, was man heute dort immer noch hören kann, von dem viele dachten, es wären die Schreie der Kinder. Nun kann man natürlich sagen, die Anwohner müssten das doch wissen, wenn sie dort stehen, dass da die Pfauenfarm ist. Tatsache ist aber auch, dass die Leute, die dort am meisten stehen und ihre Wagen augenscheinlich schieben lassen und so weiter, überhaupt gar nicht mehr aus dem Ort kommen, sondern das sind Menschen von außerhalb. Natürlich sind auch die Menschen aus diesem Ort am Anfang dieser Geschichte aufgesessen, denn im Ort, da wurde ja sehr viel erzählt.
Natürlich begann sich die Geschichte dann irgendwann einmal zu verbreiten und sogar wir hier in Deutschland kennen diese Geschichte und hauptverantwortlich dafür ist das Internet. Und seitdem kommen die Menschen dort sozusagen aus allen Teilen der USA hin, um zu sehen, wie ihr Wagen von Geisterhand über die Bahngleise geschoben wird. Ja, so entstehen Mythen und worum es mir ging, war einmal zu zeigen, dass so etwas tatsächlich mit, ja, Beweisen belegt sein kann, die aber dann doch nicht stimmen. Und da muss man dann ganz schön tief graben, um eventuell herauszufinden, ob da überhaupt irgendetwas dran ist, selbst wenn es solche augenscheinliche Belege gibt. Ja, solche Geschichten, die breiten sich natürlich heute im Zeitalter des Internets dann richtig aus. Da muss man dann halt ein bisschen aufpassen, was man da noch für möglich hält oder was man glaubt, denn es werden nicht weniger gefakte Geschichten, so viel steht fest. Was aber nicht heißt, dass alle Geschichten fake sind. Es wird nur schwieriger, diese zu erkennen. Liebe Kanalbande, stellt euch einmal Folgendes vor, ihr seid in Great Britain in Urlaub und ihr seid da in einem kleinen Dorf in New Yorkshire und schaut euch das an. Plötzlich kommt Wind auf und zu dem Wind gibt es dann auch noch ein Gewitter und Regen. Und da seht ihr in einiger Entfernung einen kleinen Pub und da rettet ihr euch hinein. An der Theke, da stehen die Leute schon in Zweierreihen und die Sitzplätze sind alle belegt, bis auf einen einzigen, den ihr da in einer Ecke seht. Und ihr geht hin und nehmt Platz. Und mit einem Mal verstummt die Geräuschkulisse. Keiner sagt mehr was, alle sehen euch mit großen, erschrockenen Augen an. Der Geistliche des Ortes, der natürlich nur in dem Pub ist, um die anderen vom Teufel Alkohol fernzuhalten, indem er ihn selber vernichtet, der kommt langsam auf euch zu, schaut euch ernst an und verpasst euch die letzte Ölung. Nun ja, das klingt seltsam, aber bis vor ein paar Jahren hätte euch das in einem bestimmten Pub in New Yorkshire durchaus passieren können. Denn in diesem Pub da stand der Busby Stoop Chair. Und dieser Stuhl, der hat eine ganz besondere Eigenschaft. Denn jeder, der sich dort hineinsetzt, der ist wenige Stunden später tot. Mittlerweile befindet sich der Stuhl hier in diesem Museum. Und dort hat man ihn aus Sicherheitsgründen im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand genagelt, denn niemand soll sich mehr auf diesen Stuhl setzen. In früheren Jahren, da sollen das einige Besucher wissentlich als Mutprobe oder unwissentlich als Besucher des Pubs gemacht haben und die sollen dann einige Stunden später allesamt tot gewesen sein. Aber warum? Anfang des 18. Jahrhunderts, da gab es in New Yorkshire einen Pub, der heißt heute Busby Stoop. Und in diesem Pub, da stand halt dieser Stuhl, um den es hier geht. Und dieser Stuhl, das war so der angestammte Platz eines gewissen Thomas Busby. Und das soll jemand gewesen sein, mit dem die Leute eigentlich weniger gerne Kontakt hatten. Ein Kleinkrimineller, ein Trinker und jemand, der keiner Schlägerei aus dem Weg ging. Und Gnade dem, der sich in seinen Stuhl setzte. Im Jahre 1702, da sollte ihm seine Aggressivität zum Verhängnis werden. Busbys Schwiegervater, das war ein Münzfälscher und der soll dazu noch recht erfolgreich in seinem Fach gewesen sein. Und dieser, der kaufte sich eine Farm im Umland von New Yorkshire. Und die nannte er nach sich selbst, Dunnity Hall. Und auf dieser Farm, da konnte er dann unbeobachtet und in aller Ruhe seinem Münzfälscherhandwerk nachgehen. Der Erzählung nach war es nun so, dass eines Abends dieser Schwiegervater sich in den Stuhl von Busby setzte. Es soll dann in diesem Pub zu einer schweren Auseinandersetzung gekommen sein und der Schwiegervater, der weigerte sich, den Platz von Busby freizugeben. Im Verlauf dieses Streites, da drohte Busby damit, nach Dunnity Hall zu fahren und die Frau seines Schwiegervaters umzubringen. Irgendwann beruhigte sich dieser Streit und Busby bekam seinen Stuhl zurück. Aber in der gleichen Nacht, da begab er sich nach Dunnity Hall und tötete seinen Schwiegervater. Und seine Leiche, die vergrub er in der näheren Umgebung des Anwesens. Die Polizei, die brauchte nicht lange, um den toten Mann zu finden, und schnell verhafteten sie Thomas Busby als Täter. In einem Gerichtsverfahren wurde er dann schuldig gesprochen und zum Tode am Galgen verurteilt. Vor seiner Hinrichtung da durfte er einen letzten Wunsch äußern und das tat er dann auch. Und dieser Wunsch war, einen großen Whisky
in seinem Stuhl zu trinken. Kurzerhand wurde dieser Stuhl aus dem Pub zum Galgen gebracht und Thomas Busby bekam ein sehr großes Glas Whisky, das er hinunterkippte. Als er zum Galgen geführt wurde, da rief er der Menge zu, der schnelle Tod soll jeden ereilen, der es wagt, sich in seinen Stuhl zu setzen. Der Stuhl, der wurde nach der Hinrichtung zurück in den Pub gebracht und jeder in dem Ort kannte Busbys letzte Worte und es traute sich keiner, in diesem Stuhl Platz zu nehmen. Das soll ungefähr 10 Jahre lang gut gegangen sein, bis ein Schornsteinfeger, der neu in diesem Ort war, in diesen Pub kam und sich als einzigen freien Platz, den er dort sah, in den Stuhl hineinsetzte. Und dann soll eben das geschehen sein, was ich anfangs so dargestellt habe. Plötzlich herrschte absolute Ruhe im Pub und alle starrten ihn an. Irgendwann riefen die Leute, dass er sofort von diesem Stuhl aufstehen sollte. Und dann erzählte man diesen vor Schreck zitternden Schornsteinfeger, was es mit diesem Stuhl auf sich hatte. Dieser Schornsteinfeger, das war der erste aufgezeichnete Todesfall im Zusammenhang mit diesem Stuhl, denn der Schornsteinfeger, der hatte dort nur seine Mittagspause verbracht. Als er nach dieser Pause auf das Dach des Pubs stieg, da stürzte er in den Tod. Nach diesem Ereignis, da traute sich dann wirklich absolut niemand mehr, sich diesem Stuhl überhaupt noch zu nähern. Der wurde in den Pub in eine Ecke geschoben und alle machten einen großen Bogen um ihn herum. Und da blieb dieses antike Stück dann tatsächlich viele, viele Jahre stehen. Während des Zweiten Weltkriegs, da gab es in diesem Pub einen Abend, an dem viele Kampfpiloten dort anwesend waren. Die feierten etwas, weil sie von ihren Einsätzen zurückgekehrt waren und glücklich am Leben waren. Als alle genug getrunken hatten, soll dann einer der Piloten die Geschichte dieses Stuhls erwähnt haben und es begann eine Mutprobe, wer sich traut, sich in diesen Stuhl zu setzen. Einige Piloten, die taten es, andere wiederum, denen war das nicht so ganz geheuer. Es soll nun so gewesen sein, dass nur die Piloten aus dem nächsten Einsatz zurückkehrten, die sich vorher nicht in diesen Stuhl gesetzt hatten. Alle anderen, die dies taten, die kamen nie wieder. Auch im Jahre 1967, da waren es 2 Piloten der britischen Air Force, die ein bisschen die Gegend erkundeten und den Weg in den Pub fanden. Als einer der beiden in dem Stuhl Platz nehmen wollte, da hielt der Betreiber des Pubs ihm zurück und erzählte ihm die Geschichte des Stuhls. Und die beiden Piloten nahmen das überhaupt nicht ernst und machten sich einen Spaß daraus, sich trotz allem in diesen Stuhl zu setzen. Und so wie berichtet wird, da schafften die beiden es gerade aus dem Ort noch hinaus, bevor sie mit ihrem Wagen aus unerklärlichen Gründen in einen Baum hineinfuhren und beide verstarben. Dem Wirt wurde das langsam alles zu bunt und der packte den Stuhl und stellte ihn auf den Dachboden des Pubs. Ungefähr ein Jahr später, da sollen in diesem Pub Dachdeckerarbeiten gemacht worden sein, bei denen ein Teil des Daches einstürzte. Der Pub war ja in einem historischen Gebäude, da ist das Ganze vielleicht einfach mal so passiert, aber unter diesem Dach, das einstürzte, da fand man in dem Stuhl einen der Dachdecker, der sich dort wohl hingesetzt hatte und der war von den herunterstürzenden Dachteilen erschlagen worden. Irgendwann wollte der Besitzer des Pubs diesen Stuhl einfach nur noch loswerden. Aber ihn einfach auf den Sperrmüll zu werfen, das traute er sich nicht, denn er hatte Angst, dass der Fluch in irgendeiner Form bei ihm auch Wirkung zeigen könnte. Und so wendete er sich an ein kleines Museum im Ort. Und dieses Museum, das erklärte sich bereit, diesen Stuhl zu nehmen. Und das hatte, so wie es scheint, 2 weitere Todesfälle zur Folge. Der Mann, der diesen Stuhl mit seinem Pritschenwagen zum Museum gefahren hat, der soll nur einen Tag später gestorben sein. Und als der Stuhl im Museum stand und eine Putzfrau dort reinigte, da sei diese mehr oder minder gestolpert und in diesen Stuhl hineingefallen. Das hat ja einen sehr großen Schrecken verursacht. Und nur wenige Tage später, da soll diese Frau an Hirnblutungen verstorben sein. Um diesen Spuk nun endgültig ein Ende zu bereiten, da hatte der Museumsbesitzer die Idee, diesen Stuhl an die Wand zu nageln. Dort konnte sich niemand mehr in diesen Stuhl hineinsetzen, nicht einmal aus Versehen. Ja, und da hängt der Stuhl noch heute. Und bei dieser Geschichte, da kann ich nur sagen, in Anlehnung an einen Comic, das ich früher als
ganz kleiner Mythenmetzger immer gelesen habe. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Was sagt ihr zu diesem Fall? Würdet ihr sagen, das ist alles Quatsch und es gibt keine Flüche, jedenfalls keine, die wirken und das ist alles nur Zufall und vielleicht hat es sich auch ganz anders zugetragen? Oder würdet ihr sagen, man soll Flüche nicht auf die leichte Schulter nehmen, die haben anscheinend Wirkung? Oder was sonst ist eure Meinung dazu? Was mich aber auch einmal interessieren würde, mal Hand aufs Herz, würdet ihr euch in diesen Stuhl hineinsetzen oder nicht? Wenn ihr mögt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Auch wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin alles Gute für euch. Ihr Stuhlschlingel.